So, dann können wir hier eigentlich wieder verkaufen. So. Und da können wir eigentlich wieder nach Hause, oder? Und mal gucken, ob wir neue Erze haben. Genau. Und wie gesagt, also ich wollte eigentlich die Straßen ein bisschen erweitern. Zack. 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 Und ansonsten... Also hier kann man theoretisch einen Platz draus machen. Ob man das brauchen, weiß ich nicht. Hier machen wir auch Plätzchen. Da auch. Und da auch. Und ansonsten gibt es hier eigentlich wirklich nur... Ja, da gibt es noch was. Das würde ich auch gern noch machen. Dann gibt es da hinten noch. Und hier. Und ansonsten bin ich der Meinung, müssten wir alles gemacht haben, oder? So, der Bedarf ist gerade momentan gedeckt. Die Einnahmen sind positiv. Die Verkaufserlöse und die Einkaufskosten decken sich ungefähr. Unter dem Aspekt Alkohol würde ich gerne mehr produzieren. Stoffe und Lebensmittel habe ich gerade genug. Die kann ich eigentlich auch wieder aus dem Einkauf rauswerfen, wobei ich halt die einfach zur Deckelung haben möchte. Wie gesagt, mein Schiff läuft ein bisschen durch die Gegend, macht die Dinge, die sie machen muss. Wir haben unsere 1000 Einwohner mit N Kaufleuten. Hier bei dem Schiff, da wollte ich halt noch Erze einladen. Sind wir jetzt bei 10 und dann würde ich eigentlich wieder zurückdüsen. Und euch wieder mit Bedarf versorgen. Das Volk bekommt kein Baumaterial. Das Volk soll kein Baumaterial haben. Das ist der Plan. Ansonsten würde ich Wohnhäuser abreißen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, muss ich sagen. Aber so werde ich quasi, könnte ich die Durchsetzung erhöhen. Bei gleicher Anzahl Personen. Für die Anzahl Personen habe ich ja meinen Bedarf. Ich könnte die Häuser reduzieren. Das heißt, ich könnte den hier oben einfach wirklich wegwerfen. Was ich auch so schon kann. Und den Siedler da hinten eigentlich auch. Da sind halt 6 drin. Wie gesagt, es geht ja jetzt nur noch um so ein paar verbleibende Bürger. Die aber eh keine Baumaterialien wollen. Naja, also im Grunde könnte ich, aber ob ich das will. Also hier, kriegst nochmal Erze. So. Schmelzen tut er selber. Das heißt, eigentlich müsste sein Bedarf an Eisen zurückgehen und sein Bedarf an Werkzeugen auch.
aber seinen Bedarf an Holz und Steinen nicht. Also Steine kann ich dir geben. Wie gesagt, also wir machen das halt relativ dynamisch. Holz kann ich dir halt nicht... Ja doch, Holz kann ich dir inzwischen auch wieder geben. Ich würde jetzt eigentlich echt sagen, dass wir das relativ dynamisch machen. Wie gesagt, es geht ja jetzt wirklich bloß noch darum, unser Bedarf haben wir gedeckt. Und dafür haben wir unsere Farmen. Es geht ja jetzt wirklich bloß noch darum, dass hier alles, was wir halt brauchen, massiv ansammeln. Dann würde ich hier ganz gerne Gewürze hinbauen an die Kante. Und dann kann man hier eigentlich auch schon sagen, wir decken unseren Bedarf. Und alles, was es sonst so gibt, so, also er will Holz. Können wir machen. Erze will er auch mit Sicherheit. Können wir machen. Das will er gerade noch. Alkohol, Steine. Alkohol und Steine. Eisen muss er sich selber basteln. Also. Zack, zack. Steine kann er haben. Und Alkohol kann er wegen mir auch haben. So. Dann düsen wir da wieder zurück. Aber der Alkohol... 35. Der scheint mir nicht ganz so gut zu laufen, wie ich das gerne hätte. Okay, da sind noch Lebensmittel drin, da sind noch Stoffe drin, da sind Lebensmittel drin. Tabak müsste ich genug haben. Tabak habe ich genug. So, die Frage, die sich mir gerade stellt. Jetzt kriegt ihr doch mal ein, ey. Soll ich dir jetzt auch noch dieses Eisen umwandeln, oder wie? So, Steine kannst du haben, Alkohol kannst du haben, den kannst du haben, das kannst du haben, das kannst du haben. Dann haben wir wieder alles, dann düsen wir wieder zurück. Und dafür würde ich eigentlich fast noch ein großes Schiff bauen wollen. Geht einfach schneller. Und wie gesagt, also ich bin am Überlegen, ob ich die Stoffe hier nicht vernichte und da wieder Alkohol anbaue. Also das da, das da, das da. Weil theoretisch kriege ich da zwei Alkoholfabriken rein. Nicht lügen. Eine. Also zwei auf jeden Fall. Also hier wäre eine. Genau da wäre eine. Und dann wäre genau hier noch eine. Was natürlich dann sein kann, ist, dass mir dann die Stoffe ausgehen. Wobei ich den Verdacht gerade nicht habe. So, das Holz kann wieder zurück. Die
Steine können wieder zurück, der Alkohol kann da bleiben. Ich würde ganz gerne Gewürze mitnehmen und Tabak. Was brauchst du? Gewürze und Tabak, genau. Und Steine von mir aus auch noch. Gewürze, Tabak und Steine. Wo haben wir Stein? Stein ist fein. So, dann düsen wir doch wieder zu dir runter. Wie gesagt, das Schwierige ist halt wirklich, ihn so weit zu bringen, wirklich diese 1000 Einwohner zu bekommen. Piraten greifen euch an! Nerv mich nicht. Ein neues Schiff segelt unter eurer Flagge. So. Euer Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. Darf er? Ist mir gerade egal. Was ich halt wirklich möchte, ist wirklich... ganz wirklich, wirklich. Was ich möchte, ist halt wirklich mein Zeug eigentlich... Okay. Also Tabak, Gewürze, Alkohol, Holz und Steine. Braucht er eigentlich immer. Erz sowieso. Erz habe ich jetzt auf dem Schiff nicht. Deswegen bin ich gerade am Überlegen. Ob ich da nicht sage... Steine, okay. Holz, okay. Werkzeug, okay. Tabak, okay. 20 ist ja in Ordnung. Gewürze wird schwierig. Weil ich da eh gerade am Überlegen bin, soll ich eher jetzt vielleicht im Auge behalten. Alkohol, zack, zack. Okay, jeweils 20. Das heißt... Wenn du mich jetzt ärgerst, okay. Ihr werdet von Piraten angegriffen. Du kannst weg, du kannst weg, du kannst weg und du kannst weg. Und Erze wollte ich ja eigentlich auch. Freibeuter lauern euch auf! Euer Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. Wie gesagt, er darf das. Da bin ich eigentlich relativ entspannt. So, wir wollten noch Erze haben. Wir bereiten das Schiff einfach nur darauf vor, dass er das Zeug halt braucht. So, und die Frage hier ist, wir handeln nochmal. Nein, ja, nein. So. Bitteschön. Was halt ein bisschen nervig ist, ist, dass ich jetzt mit dem ganzen Gelumpe da im Hafen rumliegen muss. So, wir schauen mal bei uns. Okay, die Gewürze nehmen massiv zu, der Tabak nimmt zu. Nicht ganz so massiv, wie ich es erwartet hätte. Und der Alkohol nimmt auch zu, nicht ganz so massiv, wie ich es erwartet hätte. Aber es nimmt zu. So, was noch ein bisschen fehlt in diesem Spiel, ist eigentlich diese... Übergabe von Schiffen zu Schiffen. Aber wir können ja mal trotzdem mit dem hier runterfahren. Und ihn halt weiter versorgen.
Ich meine, das ist ja wirklich das, worauf es ankommt, dass er versorgt wird. Kein Bedarf, kein Bedarf, kein Bedarf. So, was braucht er noch? Holz und Werkzeug. Wir könnten ihm eigentlich Werkzeug andrehen. Zu 105. Zu 105 kaufe ich es gerade auch selber ein. Da wir das ja für unsere Mission brauchen, ist es eigentlich relativ okay. Ja, dann würde ich da mal ins Eck fahren wollen und den Rest meinem Compadre überlassen. So, hallo Mäuschen. So, also als erstes mal kannst du den da haben. Dann kannst du das da haben, dann kannst du das da haben und dann kannst du das da haben. So, Eisenerz bräuchten wir wieder. Und Alkohol. Bei der ja... Nee, der hat keinen Alkohol mehr. Gut, dann würde ich die mal nach Hause fahren. Weil alles andere hat der ja auch. Also... Der hat ja auch Alkohol, Gewürze, Tabak und Steine. Was er nicht hat, ist Holz. Ah, das kann er ja bei Bedarf wiederholen. Kein Bedarf, kein Bedarf, kein Bedarf, kein Bedarf, kein Bedarf. So. Dann würde ich hier doch nochmal verkaufen. Steine waren das. Werkzeuge nicht, aber Tabak. Alkohol auch nicht. Gewürze. So, er kriegt so ein paar Leutchen zusammen, aber halt wirklich zu wenige. Deswegen schauen wir mal, dass wir hier... Ich würde jetzt wirklich gern nochmal so einen Typen bauen. So einen großen Händler. Reparierst du dich mal bitte? Ein Schiff wurde repariert. Und dann schauen wir mal deine Route an. Die ist jetzt rum. So, dann würde ich dich nochmal hochtun, dich nochmal hochtun und dich nochmal hochtun. Schauen wir mal, wie es mit den Erzen ausschaut. 5. Also richtig gut läuft es mit den Erzen nicht. Okay. Ich denke, ich müsste mal bei Gelegenheit wirklich sagen, ich mache eine Erzschmelze. Dann hier oben eine Werkzeugschmiede, oder? Ja, dann brauche ich wieder Holz. Ja. Vielleicht kann ich auch einfach die Erze zu ihm runter. So, was braucht er noch? Was braucht er denn gerade? Holz braucht er noch. Und Erz. So, dann würde ich hier sagen Holz. Den Rest hat der da unten. Werkzeug können wir eigentlich auch gleich mitnehmen. Na, wo bist du? Dann kannst du mal da runter düsen. Du kannst mal wieder verkaufen. Nix. Jo. Nee, nee. Jo. Okay. Also, wie gesagt, der flupselt da so ein bisschen vor sich rum. Sein Bevölkerungsgrad ist ja echt extrem schwankend. Aber Holz kannst du doch selber anbauen, Mann.
Was so ein bisschen cool gewesen wäre, wäre quasi die Überladung von Zeug von Schiffen auf Schiffen. Da könnte ich nämlich mit dem Schiff das Schiff bedienen. Und wäre dann super zufrieden quasi. So. Ich glaube, ich muss mal wirklich die Batterie von meiner Maus wechseln. Da muss ich gerade mal gucken, was hier so an Batterien rumfährt. So nebenbei, das sind alles Akkus, ne? Das sieht fast so aus. Ich brauche ja eigentlich eine Batterie. Die Akkus sind ja alle leer hier. Tudel, 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 tudel. So. Ich kann mal hier das dann nochmal verkaufen und das dann nochmal verkaufen und das dann nochmal verkaufen. Den da auch, den da nicht. Jetzt will er auf einmal Kakao. Und Kakao ist halt was, was ich überhaupt nicht habe. Aber das sollte ihn ja... Ihr habt euren Einwohnern die Baumaterialien entzogen. Aber das sollte ihn ja eigentlich nicht wirklich betreffen. Ja, eigentlich... Ach, ist egal. So, ich war gerade am Überlegen, ob ich nicht eine andere Batterie nehme, weil ich immer so halb angefangen habe und sowas. Gut, Alter, dann machen wir den da mal raus. Sollte keine Auswirkungen auf das Spiel haben. Aber vielleicht wird meine Maus dann weniger hakelig. So, dann würde ich dich nochmal verkaufen wollen. Das passt. Sag mal hier nochmal verkaufen. So. Dann kann der hier nochmal Erze holen. Wenn es schon wieder welche gibt. Das wird wahrscheinlich 10 geben. Perfekt. Okay. Ich müsste noch meinen Batterietester, wenn wir hier schon eh gerade am Warten sind. Wo ist mein Batterietester hin? Dann würde ich nämlich ganz gerne mal den Restbestand der Batterie testen. 1,2. Bei einer 1,5er ist es mehr als leer. Also, halt schwach. Also, man hätte es schon noch theoretisch weiter betreiben können, aber es passt schon. Leer ist leer. So. So, so. Also, wie gesagt, wir sind halt mitten dabei, unseren Partner dabei zu unterstützen, aufzuleveln. So, das wäre dann der hier. Und was wollt ihr nochmal? Was wollt ihr sonst noch, was der hier jetzt nicht hat? Kakao, aber Kakao habe ich selber nicht. Da muss er mit auskommen, dass er den nicht kriegt. Das heißt, ich fange jetzt wirklich noch an, Kakaoplantagen zu bauen, aber das sehe ich eigentlich nicht so. Gut, dann können wir eigentlich schon fast wieder zurückdüsen. Ja, und der hat eh nichts, was er jetzt bräuchte. Deswegen können wir mit dem hier eigentlich auch hier hochdüsen. Und wir können mal nach unseren Leuten gucken. Der Alkohol ist halt echt langsam. Wie gesagt, das würde ich mir ein bisschen besser vorstellen. Wir können ja mal gucken, ob wir da oben ins Eck einen noch reingezwängt kriegen. Der dann halt ein bisschen nicht ganz so... Ja, das wird ja gehen. Okay, das gäbe eine Überschneidung. Aber wir würden ein bisschen mehr rausholen. Na, komm schon. Ja, nicht ganz so optimal, aber es würde gehen. Also wie gesagt, es gäbe halt eine Überschneidung von... Piraten greifen euch an! Keine Ahnung, ja, schon so ein paar Felder. Das heißt, die Effektivität wäre ein bisschen vermindert.
Aber das können wir eigentlich schon machen und das würde ich jetzt eigentlich auch direkt tun. Das andere Zeug, das reift ja dann. So, dann hauen wir dich mal dahin. Und dann würde ich auch hier sagen, zack, zack. Bam. Piraten greifen euch an. Dreckspiraten immer, ey. Gehen mir so auf den Zeiger. Okay, also ihr seid wieder da. Dann würde ich zu euch sagen... Jupp. Nee. Jupp. Nee. Jupp. Nee. Jupp. So. Das heißt, wir können eigentlich schon wieder zurück und den nächsten Bedarf holen, wenn er denn noch einen hat. Der nächste Bedarf ist halt wieder Alkohol. Da müsste ich ein bisschen mehr mitnehmen. Holz und Erze. Also. Holz. Wie wär's mit Alkohol? 10, 20. Und Erz, wenn ich welches hab. So, dann kann der da wieder runterfahren. Wie gesagt, der Kakaomangel, das ist halt so ein bisschen, hm. Auf der anderen Seite, wie gesagt, man braucht den Kakao gar nicht. Man braucht den Kakao gar nicht. Ich würde gerne nochmal kurz speichern. Spielstand gespeichert. Also wir kriegen das schon irgendwie hin. Es ist halt wirklich auf der Krebselfläche. Es ist jetzt auch nicht wirklich viel Spannendes, was da jetzt passiert. Ich könnte jetzt natürlich sagen, hey, es passt. Wir schnibbeln es zusammen oder wir stehen es halt gemeinsam durch. Je nachdem, wie, wo, was, warum und überhaupt. So. Ah, das ist sinnvoll eigentlich so. Da hätte ich vielleicht noch ein bisschen weiter runterschieben sollen. Wenn ich hier eh eine Überschneidung habe. Aber ich glaube, so ist vielleicht die Überschneidung ein bisschen geringer, oder? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich hätte ich einen runter und einen rüber sollen und dann wäre die Überschneidung noch ein bisschen weniger. Ah, da hätte ich halt eine Delle drin. Naja. Aber wie gesagt, das macht alles keinen Unterschied im Endeffekt. Die Effektivität ist dann halt nur bei 90% und hier auch und da ist er dann halt bei... Na gut. Die ist eh schon mies. Insofern, ups, egal. So, was halt hier mir wichtig ist, ist, dass wir wirklich unser Zeug ein bisschen aufbauen. Mit dem anderen Zeug bin ich versorgt. Das ist alles in Ordnung. So, was brauchst du jetzt? Er und sein Eisenerz. Okay, schauen wir mal. Haben wir noch Eisenerz? Nein, haben wir leider nicht. Ich bin auch gerade am Überlegen. Wie gesagt, ich wollte ja eigentlich... Ich glaube, das machen wir fast. Dass man jetzt hier sagen, Werkzeugschmiede, Werkstattschmiede. Aber er würde ja trotzdem nach Herzen fragen. Ey, wie gesagt, ich würde ihm eigentlich viel lieber... Als diese Erze würde ich ihm eigentlich viel lieber Ding verkaufen. Werkzeuge. Okay, er braucht Tabak und Gewürze. Das hat der ja. Und das würde ich eigentlich auch ganz gerne ihm bringen. Wie schaut es eigentlich bei mir mit Gewürzen aus? Gut. Das einzige Problem bei mir momentan ist wirklich der Alkohol. Und die Stoffe. Aber das ist ja mein persönliches Drama und nicht seins. Wobei ich denke, das könnte ich mit da unten eigentlich auch in den Griff kriegen, oder? Also wenn ich jetzt hier sage, die Stoffe können weg. Hier unten habe ich ja Stoffe. Dann müsste ich halt noch Gewürze bauen, noch einmal. Aber wozu? Also ich meine, Gewürze ist ja nicht sein Thema. Mein Thema ist Gewürze, aber sein Thema ist eigentlich, Gezuppe.
So, Steine nicht, Ding nicht, Tabak auf jeden Fall, Gewürze auf jeden Fall. Na, kommst du. Okay, braucht er noch mehr Gewürze jetzt etwa? Ja, will er. Und Alkohol will er auch schon wieder. Und Werkzeuge will er nicht. Und Tabak will er auch nicht. Werkzeuge nicht. Und Steine nicht. Gut, dann düse ich wieder nach Hause und überlege mir, was ich ihm sonst noch mitbringe. Was braucht denn er? Oder was meint er zu brauchen? Gewürze meint er zu brauchen und Holz meint er zu brauchen. Die bieten einfach nichts an. Was bieten die an? Alkohol, Stoffe, Holz. Alkohol. Stoffe, Holz und Steine. Was bieten die an? Na komm. Gewürze. Ganz viele Gewürze. Aber Gewürze habe ich selber genug eigentlich. So, deswegen würde ich hier eigentlich fast mal gucken, ob ich nicht sagen kann. Eisenerz. Tabak ist okay. 1, 2, 3, 4, 5. Das passt. Alkohol. 1, 2. Holz wollte er noch. 1, 2, 3. Ach komm, Holz nehmen wir alles. Steine habe ich noch. Kannst wieder weg. Und Werkzeug. Von mir. Ach, Werkzeug war ja eh schon. So, was ist mit dir? Erze halt. Aber ich kann dir halt nicht mehr Erz liefern, als meine Erzmine hergibt. Das ist halt das Ding. Und von dem Erz habe ich ja selber nichts. Also ich wollte ja eigentlich irgendwann mal Kanonen gießen. Wegen dem Piraten, den dämlichen. Aber das sehe ich momentan noch nicht. Ich sehe aber auch nicht, warum du für Erze, für deine Entwicklung Erze brauchst. Genauso wenig, wie ich sehe, dass du Kakao brauchst. Also im Prinzip brauchst du Tabak, Gewürze, Holz und, genau. Wie gesagt, deswegen bin ich eigentlich fast versucht zu sagen, hey, du kriegst gar keins mehr. Also. Das kannst du haben, das kannst du haben, das kannst du haben, das kannst du haben, das willst du gar nicht, das kannst du haben. Deine willst du auch nicht. So, den Kakao, den kannst du irgendwo kaufen, den brauchst du für deine Entwicklung nicht. Wie gesagt, also was wir halt jetzt wirklich machen, ist, wir versuchen ihm jeden Wunsch von den Augen abzulesen. Oder von seiner Nachfrage im Kontor. Und wie gesagt, unser Zeug ist ja eigentlich stabil. Das Einzige, wo ich mir halt wirklich Gedanken mache, ist der Alkohol. Aber da baue ich mir nochmal ein. Also ganz ehrlich, das braucht kein Mensch mehr. So, ich könnte mir theoretisch noch einen nach außen ziehen, einfach um sicher zu sein. Das heißt, du nicht, sondern du. Zack, zack. Und zwar so. So, und dann würde ich hier zu diesen Weindingern auch noch sagen... Okay. Gut, gut, also, dann würde ich doch hier nochmal sagen, wenn es denn unbedingt sein muss, also das bringt uns nicht weiter. So bringt es uns nicht weiter. So
Könnte man machen. Hätten wir zumindest einen weiteren. Hätten wir zwei weitere. Und so hätten wir einen. Und den anderen. Also so wäre einer. Und so wäre der andere. Und die Frage ist, ja doch, das passt, oder? Freibeuter lauern euch auf. Na, das gibt schon wieder Überschneidung. Und komme ich da oben eigentlich rein? Nee, wahrscheinlich nicht. Deswegen muss ich den so machen. Wo denn jetzt schon wieder? Willst du die Stoffe? Toller Plan, ey. Echt toller Plan. Das hast du echt super gemacht. So, gehst du mal dahin. Kannst dich mal reparieren. Ein Schiff wurde repariert. Dann kannst du wieder auf Tour gehen. So, und du hier, wo bist du denn? Genau, du gehst jetzt nach Hause. Na, wenigstens hat er begriffen, dass er uns gerade ausgeräubert hat. So. Dann würde ich hier mal sagen... Nein. Jupp. 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 Und dann gehst du mal wieder nach Hause. Du kannst eigentlich mal weg. Und ich glaube, ich würde dich hier lassen. Obwohl, wir könnten jetzt eigentlich wirklich die Sache mit dem Kakao machen. Zehn, zwanzig, dreißig. So. Dann würde ich da unten hingehen und dann würde ich mal sagen, hier... Dahin. So, dann bist du da angekommen. Und dann würde ich eigentlich ganz gerne nochmal Alkohol haben. 10, 20. Willst du mich jetzt ärgern? Du lässt dich bitte reparieren. Du lässt dich bitte reparieren. Dankeschön. Du bist ein cooles Schiff. Von dir will ich eigentlich... Erze würde ich ganz gerne mitnehmen. Ein Schiff wurde repariert. Ich bin gerade wieder ein bisschen genervt von diesem ganzen Gezuppel. Ich bin heute eh leicht genervt. Keine Ahnung warum. Okay, also da wollte ich eigentlich hin. So, Steine haben wir genug, Werkzeuge haben wir. Werkzeuge können wir eigentlich noch einen Satz mitnehmen. Gewürze haben wir noch. Alkohol wollte ich mitnehmen. Holz ist okay. Düsen wir hier nochmal runter. Der hat Kanonengießerei, ey. Das ist echt irre. Kriegt nichts auf die Kette, hat aber Kanonengießerei dabei. Okay. Wir sind hier unten. Wir bauen ein Gedönse. Das Volk bekommt kein Baumaterial. Das Volk soll kein Baumaterial bekommen. Wie oft willst du es denn noch hören? So. Links der Straße und rechts der Straße machen wir dann halt wirklich einfach mal Tabula Rasa.
So. So. Was war denn das jetzt für eine dämliche Aktion? Aus dem Spee ist nichts gewesen. Ich wollte Kakao machen. Kakao wäre hier. Ich wollte für diesen Spaßvogel Kakao herstellen. Und die ideale Sache für Kakao wäre da unten. Dafür bräuchte ich aber Holz. Wenn wir die Insel haben, haben wir sie, behalten wir sie. So, was willst du noch? Der will noch Kakao. Ich fürchte halt fast, wir müssen ihn ein bisschen mit Kakao versorgen, damit er glücklich ist. Eisenerz würde ich jetzt eigentlich mal versuchen zu vermeiden. Ich würde ihm viel lieber Werkzeuge andrehen. So, ich würde mal meine Schiffsliste durchgehen und gucken, wie es denen so geht. Ja, der Seewind, der könnte auch mal repariert werden. Dem geht's eigentlich ganz gut. Und Flying Willy. So. Du bist der Spaßvogel. Genau, das hat ja super geklappt. Dann düsen wir mit dir nochmal hier runter und dann würde ich da eigentlich ganz gerne die Bucht nehmen. Wir haben da völlig sinnlos gerodet, der arme Hirsch. So. Die arme Umwelt. Gut, gut. Gut, gut, gut. Also, wie gesagt, es geht ja jetzt wirklich nur noch darum, zu versuchen, den Typi halt auf seine Einwohnerzahl zu bringen. Aber wie gesagt, so langsam wie das hier geht, braucht er wahrscheinlich wirklich Kakao. Und ich meine, Werkzeug würde ich ihm ja andrehen, aber Kakao halt nicht. Kakao hätte der hier, ne? Auch nicht. Ich wäre der Einzige, der Kakao hätte? Das ist aber nicht wahr. So, dann bauen wir hier noch mal ein bisschen Alkohol hin. Also einmal so war das. Einmal so rum. Einmal so rum und dann müsste man da halt nochmal Wein hinbauen. Warum auch immer ich das nicht gleich gemacht habe. So, und dann wird man da nochmal Steine hinhauen. 1, 2. Das wird ja reichen. So, sind wir da unten angekommen? Jetzt ja. Da muss ich aber natürlich nochmal in der Gegend rumfahren, weil ich ja jetzt so dämlich war. Okay, wir müssen als erstes halt den Kontor hinbauen. So, wir roden wieder lustig in der Gegend umeinander. So.
Gut, und dann würde ich doch mal sagen, können wir jetzt hier einmal sagen, haben wir hier noch, na so vielleicht nicht. Würde es vielleicht mal so sagen. Einmal hier nach oben. Dann würde ich hier einmal sagen, wo ist Kakao? Kakao. So. Ich bin da jetzt wirklich völlig verschwenderisch und hau einfach raus, was geht. So, und dich. Dich und dich will ich eigentlich gerade wegmachen. Und dann gehen wir hier nochmal auf Kakao und sagen hier nochmal yay und yay. Ich meine, theoretisch könnten wir ihm auch Gewürze bauen. Aber Kakao reicht jetzt für den Anfang erst einmal. So, und dann würde ich hier eigentlich alles mal ausladen. Die Frage ist, ob das reicht. Für das, was ich vorhabe, wahrscheinlich nicht, aber es ist egal. So, und dann könnte man hier halt eine Route festlegen. Hallo Maus. Zack, zack. Und zwar Kakao. Und dann hier. Ach, eigentlich, ja. Zack, zack. Und Kakao. Und Kakao. Und Kakao. Und dann, wenn wir da Kakao haben, dann können wir das auch wirklich verticken. So, da nicht. Aber da ist alles weg. Da ist alles weg. Da ist alles weg. Da ist so gut wie alles weg. Und den da können wir noch wegmachen. So, wir müssen noch mal holen. Tabak und Alkohol. Und dann düsen wir da doch mal hin. Zack, Tabak müssten wir ja haben. Alkohol ein bisschen. Tabak haben wir, Gewürze haben wir auch. Machen neues wir. Land wurde erschlossen. Ja, ja, darfst du. So. Und dann würde ich doch hier mal sagen... Kakaoplantage. Also erstmal 1, 2. So, warte mal. Also wenn ich den an der Straße habe, muss er einer rein, zwei rein. Also, dann ist es der erste und dann wäre der quasi... Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Und der würde da direkt hinpassen. Genau. Dann müsste ich da wirklich die obere Kante nehmen. So, genau. Das ist der früheste mögliche. Bam. Und dann machen wir den anderen gegenüber auf der Straßenseite. So rum war's. So rum war's. Genau. So, und dann wollen wir mal schauen, ob wir den da hier auch noch dahin kriegen. Bam. Und dann wäre halt der hier quasi 1. Und das würde mir schon reichen. So, zack, zack. Ah, der war ein bisschen später, ja. Der ist schon am Laufen, der andere war noch ein bisschen später. Kriege ich nochmal einen hin? Tatsache. So, wunderbar. So, dann würde ich hier nochmal sagen. Ja, der ist zu weit oben.
War klar. Ich hab's mir gleich gedacht, dass der zu weit oben ist. Das hat mich auch gewundert, aber das lag irgendwie perspektivisch ähnlich zu dem da. Und jetzt fehlen natürlich die Steine. Okay, dann würde ich hier nochmal heimgehen und noch ein paar Steine holen. Steine habe ich ja genug. Das treue Volk will euch ein Denkmal setzen. So, und hier war... Was war... Also erstmal Erz, Erz, Alkohol. Wie viel haben wir jetzt? Zack, Gewürze, zack, Tabak, zack. Gewürze können wir wieder zurückpacken. Steine haben wir noch, Werkzeug, zack, Holz, zack. Und wieder zurück. So, und dann können wir nochmal unseren Freund besuchen. Der ja jetzt schon wieder alles Mögliche haben möchte. So, und da unten würden wir halt Steine haben wollen. Und wir könnten theoretisch... Na, Holz ist okay. Wie gesagt, es geht jetzt wirklich nur noch darum, den einen Spaßvogel zu beglücken und zu versorgen. Du.